Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich zuerst sehr herzlich bei der Kärntner Kulturstiftung für die Einladung zu diesem Symposium bedanken und möchte mich eigentlich gleich den Worten von Professor Packisch anschließen. Die Kooperation zwischen öffentlicher und privater Hand wird immer wichtiger. Sie ist unabdingbar, um so große Problemstellungen wie das heute hier verhandelt wird, zu lösen. Ja, ich möchte Ihnen in den kommenden Minuten die Überlegungen einer großen Verwaltungseinheit darlegen, die gefordert ist, Lösungswege für das Spannungsverhältnis zwischen einer idealerweise gezielten Sammlungstätigkeit im Kontext der wissenschaftlichen Diskussion auf der einen Seite und dem stetig akuter werdenden Mangel an Depots und Lagerflächen andererseits zu finden. Lassen Sie mich die Themenstellung zunächst anhand des Museums Moderner Kunst Kärnten, das in den Zuständigkeitsbereich meiner Abteilung fällt, verhandeln. Meine Kolleginnen, Direktorin Christine Wetzlinger und ihre Stellvertreterin Brigitte Kogler sind auch anwesend, was mich besonders freut. Laut Regierungsprogramm versteht sich das Museum als Ort der Begegnung und Auseinandersetzung mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Neben der Präsentation von Ausstellungen bilden die eigenen Sammlungsbestände des Landes Kärnten einen weiteren Schwerpunkt. Das Museum Moderner Kunst, MMKK, verwaltet zwei Kunstsammlungen, die Kunstsammlung des Landes Kärnten und die Artothek. Insgesamt verfügt das MMKK über 8000 Kunstwerke, davon 50% Malerei, 30% Grafik und 20% Skulpturen bzw. Plastiken sowie Werke neuer Medien. Dem MMKK stehen jährlich Ankaufsgelder, und ich denke, es ist wichtig, über Geld zu sprechen. Dem MMKK stehen jährlich Ankaufsgelder in der Höhe von ca. 90.000 Euro zur Verfügung. Dieses Budget setzt sich zusammen aus den Geldern der Galerienförderung des Bundes, das macht rund 54.000 Euro pro Jahr aus, und zusätzlichen Geldern des Landes Kärnten. Aus dieser Summe werden jährlich ungefähr 10 bis 15 Neuankäufe getätigt. Das ist die Realität eines Museums dieser Größe, also 10 bis 15 Neuankäufe pro Jahr, die sich in ihrer Auswahl auf die Sammlungsziele beziehen. Also Werke des 19. bis 21. Jahrhunderts von Kärntner Künstlerinnen und Künstlern beziehungsweise solchen mit Kärntenbezug. Darüber hinaus kam es in den vergangenen Jahren durch Schenkungen und Übernahmen zu einer unvorhergesehenen Vermehrung des Bestands, die an sich ja sehr erfreulich ist. Ja. Das heißt, der Bestand wurde um 450 Kunstwerke in den letzten Jahren vergrößert. Gegenwärtig verfügt das MMKK über einen Tiefenspeicher in der Größe von ca. 350 Quadratmetern. Diese 350 Quadratmeter teilen sich in Bereiche für Gemälde, Grafik, Plastik und Mixed-Media-Depots. Es gibt einen Arbeitsraum, Lager- und Rangierflächen sowie das Depot für die Artothek. Die Depotflächen sind seit Jahren grundsätzlich ausgeschöpft, sodass immer mehr auch die Arbeitsflächen mit Kunst belegt werden, die eigentlich für ein sachgerechtes Art-Handling unabdingbar freigehalten werden müssten. Da aber, um die Ziele der Sammlungstätigkeit erfüllen zu können, weiterhin natürlich regelmäßig Kunst angekauft wird, ergibt sich hier natürlich ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen öffentlichem Auftrag und realen Bedingungen. Das heißt, mit der Wahrnehmung einer der zentralen Aufgaben des Museums werden neue Kosten und Problemstellungen erzeugt, die sich progressiv entwickeln und die nicht selbstständig gelöst werden können. Soweit der Status quo des Museums, das in den Verantwortungsbereich der Kärntner Landesregierung fällt. Nun, wenn man die aktuelle Diskussion der Fachwelt um gegenwärtige Sammlungskonzepte ein wenig verfolgt, dann trifft man auf folgende Fakten und Positionen. Ich beziehe mich hier vor allem auf Vorträge im Rahmen des diesjährigen Bayerischen Museumstags, den man zur Gänze online nachvollziehen kann, und die aktuellste Publikation der österreichischen Museumszeitschrift zum Thema Sammeln. Wobei ich im Folgenden auch eine Menge Fragen in den Raum werfen werde, die ich nicht eindeutig beantworten kann, vielleicht mit Ihrer Hilfe und in der weiteren Diskussion dann vielleicht schon. Nun, unstrittig ist, ein Depot ist für ein Museum kein nice to have, sondern ein must be. 80% der musealen Bestände befinden sich durchschnittlich heute in Depots. Grundsätzlich gibt es immer gern stereotype Kritik an unstrukturierter Sammelwut, wo es doch eigentlich darum gehen soll, das Relevante zu sammeln. Doch wie entscheide ich, welches potenzielle Sammlungsobjekt relevant ist, um nicht irgendwann in die Verlegenheit des Endsammelns kommen zu müssen? Genau dafür braucht es präzise Sammlungskonzepte, die die Frage der Relevanz bzw. Priorisierung von Objekten klären sollen.
Doch auch Sammlungskonzepte und Strategien ändern sich immer wieder. So entwickelt man Strategien heute gern in partizipativer Weise mit verschiedensten betroffenen Playern und Interessensvertretungen. Doch soll man eigentlich aktiv sammeln oder vielleicht doch besser auf Schenkungen warten? Und was tue ich, wenn ich mehr Verlassenschaften angeboten bekomme, als ich in Depots unterbringen kann? Hier kann ein klares Sammlungskonzept vielleicht eine Argumentationshilfe in der Diskussion um die Ablehnung von Schenkungen sein. Etwas, was leider durchaus immer wieder passiert. Gleichzeitig muss ein Depot heute andere technische Kriterien erfüllen als früher und so gebaut werden, dass es idealerweise den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen entspricht. Denn der Klimawandel muss unabdingbar berücksichtigt werden. Museen machen, und es handelt sich hier um Daten deutscher Statistiken, zwar nur 8% aller Kulturinstitutionen aus, sie sind aber für mehr als 40% der CO2-Ausstöße verantwortlich. In vielen Museen und Depots haben die Betriebskosten im Laufe der Jahre die Baukosten bei weitem überschritten. Wir sprechen von Fragen der Kühlung, Heizung, Beleuchtung etc. Hier ist also etwa gegenwärtig die Umstellung auf LED eine wirklich wichtige Diskussion. Es stellt sich aber auch die grundsätzliche Frage, ob jedes Museum und Depot eine Klimaanlage benötigt. Die erste Klimaanlage in einem deutschen Museum gab es 1968. Braucht es eine Klimaanlage vielleicht nur bei besonders sensiblen Exponaten? Ist ein Tizian, der seit dem 16. Jahrhundert nicht klimatisiert gelagert wurde, heute ein sensibles Exponat? Keine ganz ernst gemeinte Frage, die im Rahmen des Bayerischen Museumstags tatsächlich von einem Vortragenden in den Raum gestellt wurde. Sie zeigt aber, wie weit verzweigt und komplex die Diskussion gegenwärtig ist. Eine Diskussion, die nicht zuletzt auch und natürlich die Frage der digitalen Welt umfasst. Ist vielleicht die Digitalisierung von Exponaten eine Lösung? Nehmen wir die Plattform Europeana. Ein ungeheuer ambitioniertes Unterfangen der Europäischen Union und zweifellos auch ein Flaggschiff-Projekt dieser Art in Europa. Der Anspruch ist kein geringerer als der, das gesamte kulturelle Erbe Europas digital zu archivieren und der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Damit wurde, wie Sie wahrscheinlich wissen, 2008 begonnen. Verwaltet wird die Europeana von der Europeana Foundation. Dazu haben sich die wichtigsten europäischen Verbände von Bibliotheken, Archiven, Museen, audiovisuellen Archiven und kulturellen Einrichtungen zusammengeschlossen. Die Basisfinanzierung erfolgt seit 2014 aus der Connecting Europe Facility. Darüber hinaus wird die Europeana aus EU-Forschungsprogrammen etwa Horizon 2020 und durch freiwillige Beiträge der EU-Mitgliedstaaten finanziert. Aktuell finden sich rund 31,5 Millionen Bilddateien, 24,5 Millionen Textdateien, 640.000 Tondateien, 360.000 Videodateien und rund 6.000 3D-Dateien auf der Plattform. Wenn ich nun zum Beispiel den Begriff Maria Lasnik in die Suchmaske eingebe, was ich getan habe, erhalte ich 7 Ergebnisse. Darunter 2 Audiodateien, 1 Videodatei, 2 Textdateien, ein Porträtfoto der Künstlerin und eine Zeichnung. Mit Sicherheit ein Anfang dafür, sich dem Kosmos der Künstlerin Maria Lasnik zu nähern, und dennoch zeigt das Beispiel, wie weit der Weg zu einer umfassenden Digitalisierung noch ist. Ein Weg, der auch und natürlich im Spannungsfeld des Urheberrechts zu betrachten ist. Erfreulich und wichtig ist aber, dass zahlreiche österreichische Museen eigene digitale Zugänglichkeiten zu Teilen ihrer Sammlung bereits geschaffen haben. Darunter etwa das Wien-Museum, das Museum für angewandte Kunst und das Belvedere, das in seiner Museumsordnung die Zielsetzung aufgenommen hat, das gemäß den Vorgaben der Europäer zu inventarisieren und zu dokumentieren ist. Auch wenn es den Rahmen des vorliegenden Vortrags jetzt vielleicht sprengt, sei kurz auf Literatur und andere Spartenarchive verwiesen, allen voran das Österreichische Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek oder das Archiv der Zeitgenossen in Krems, die große Digitalisierungsanstrengungen unternehmen, um zentrale Bereiche ihrer Bestände digital zugänglich zu machen. Auch für das am Robert-Musil-Institut der Universität Klagenfurt verortete Kärntner Literaturarchiv stellt die Öffnung durch Digitalisierung ein wesentliches Anliegen dar. Nicht zuletzt ist die Digitalisierung natürlich ein kostenintensiver Ansatz, denn es braucht neben exzellentem technischem Equipment vor allem Manpower, um Sammlungen in großem Stil zu digitalisieren.
Das gilt aber genauso für physische Sammlungen, die aufgrund von Personalmangel häufig nicht ausreichend betreut werden können, weil der Fokus im Personaleinsatz auf Ausstellungskonzeption und Vermittlung liegt. Kann hier vielleicht die Partnerschaft von öffentlicher und privater Hand helfen? Nehmen wir das Beispiel Kunst auf Lager. Da vielen öffentlichen Museen in der Regel die personellen und finanziellen Mittel, wie soeben ausgeführt, fehlen, um die Optimierung von Lagerbedingungen, wissenschaftliche Untersuchungen sowie dringende Konservierungs- und Restaurierungsvorhaben umzusetzen, ergriffen die Hermann-Remzmar-Stiftung und die Kulturstiftung der Länder 2014 die Initiative zur Gründung eines Bündnisses zur Erschließung und Sicherung von Museumsdepots. Für einen Zeitraum von 5 Jahren schlossen sich 14 Bündnispartner zusammen, um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Herausforderungen des Kulturerhalts zu lenken. Durch gezielte Förderungen trug die Initiative zur Erschließung, Erforschung und Sicherung ausgewählter Werke und Objekte bei. Zu den Fördernehmern zählten etwa Kunstmuseen, heimat- und volkskundliche, naturwissenschaftliche und technische Museen. In diesem Zeitraum haben die Stiftungen mehr als 26 Millionen Euro in 292 Förderprojekte investiert. Außerdem bedachte der Bund 41 Forschungsvorhaben zu der Thematik mit mehr als 30 Millionen Euro, also gemeint ist Deutschland. Neben diesem erfolgreichen Beispiel für ein Public-Private Partnership gibt es in Deutschland auch, und ich habe diesen Vortrag geschrieben, bevor ich wusste, sehr geehrte Frau Köhler, dass Sie sozusagen vortragen würden, den Dachverband Bundesverband für Künstlernachlässe. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht über diesen Bundesverband referieren, weil Sie es in exzellenter Art und Weise getan haben. Auf jeden Fall sozusagen in Österreich gibt es von denen, also was ich sagen möchte abschließend ist, dass wir in Österreich vielleicht gegenwärtig noch keine Initiative haben, die mit der Qualität der deutschen Initiativen vergleichbar ist. Das ist etwas, wo wir uns bemühen können, insbesondere in Kooperation mit der privaten Hand. Das ist wirklich wichtig, dass wir diese Netzwerke sehr bewusst verstärkt und proaktiv bauen. Ich glaube, dass das vielleicht auch einer der wesentlichen Aufträge des heutigen Symposiums sein kann, dass wir verstärkt aufeinander zugehen, dass wir uns nicht scheuen, bitte über Gelder zu sprechen. Es ist sehr wichtig, über Geld zu sprechen. Die öffentliche Hand legt sowieso alles offen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns proaktiv aufeinander zubewegen. Ja, und ich möchte abschließend noch sagen, dass ich ja nach den vielen Jahrzehnten, die ich auch in der Bundeskunstförderung verbracht habe, gesehen habe, dass sozusagen die Kooperation zwischen öffentlicher und privater Hand und das Ingangsetzen von Initiativen wirklich Schritte erzeugen kann und Ergebnisse bringen kann. Und insbesondere sozusagen ist, glaube ich, die wachsende Anzahl an Stiftungen in Österreich ein Beweis dafür. Und ich hoffe, dass wir von diesem Punkt aus an weitergehen und weiter kooperieren können. Vielen, vielen Dank.